Thematiken, die wir durchnehmen werden, Schwerpunkte, sind ganz klar zuerst mal eine Standortbestimmung, dass jeder mal sieht, wo er steht in der ganzen Thematik. Dann natürlich, was heisst projektorientierte Strategieumsetzung? Der Bezug zu der Strategie, strategischen Ziel, zu den eigenen Zielen, dass man das bilden kann. Dann auch ein weiteres Thema ist das Requirement Management, ob agil oder konventionell. Da muss man den Unterschied sehen, man muss ein bisschen spüren, um was es geht, wenn man das eine oder die andere Vorgehensart macht. Auch ein ganz wichtiger Punkt ist der Aspekt von der Servant Leadership. Also wie führe ich in der modernen, agilen Welt bei selbstbestimmenden Team? Was für eine Rolle habe ich? Da spiegeln wir die Themen mal ein bisschen und auch trainieren, dass man sich selber in der Führung weiterentwickeln kann. Ein weiteres Thema sind natürlich adaptives Portfolio-Management. Auf die Situation nicht zu gehen. Es geht ja nicht nur um IT-Projekte, es geht auch um andere Projektarten, Bauprojekte, Reorganisationsprojekte. Aber auch dann so gewöhnliche Themen, sage ich jetzt mal, Risk-Management, Change-Management, Qualitätsmanagement. Wie tut man die aufsetzen, dass man sie cross-funktionalen Teams kann umsetzen, sprich erfolgreich umsetzen.